Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Was werden wir denn heute tun? Ja, wir werden heute diesen Projektionskammer bauen, aber nicht die gute. Da habe ich gesehen, es gibt sogar zwei davon. Nein, erstmal die kleine. Für die kleine habe ich auch schon Dinge vorbereitet. Wir müssen jetzt also einfach nur noch die Sachen zusammenschustern. Ding, 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 da kommt das hin. Ding, 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 da kommt das hin. Eine Stahlhülle. Und dann kommen Stahlbarren. Mal gucken. Ne, Eisenbahn waren es. Eisenbarren. Und wir haben eine Anreicherungskammer. Anreicherungskammer werden wir gleich weiterentwickeln. Dafür brauchen wir Osmiumbahn. Wir brauchen diese Dinger hier. Dafür brauchen wir diese. Das heißt, wir brauchen sehr viel Eisen. Eisen haben wir noch. Aluminium. Wir haben nicht mehr so viel Eisen. Ja, dann müssen wir erstmal ein bisschen Eisen holen. Moment, schon mal den kleinen. Wir müssen sowieso gleich. Wieder ins neue Haus, weil da das ist. Hier das Eisen mitnehmen. Wir natürlich verdoppeln nochmal eben. Oh, nehmen wir alles mit. Hier ist ein Creeper. Was nicht. So, ich glaube, das sollte auch erstmal reichen. Das Eisen jetzt nochmal verdoppelt. 50 Eisen, ja. Damit lässt sich doch schon was anfangen. Mitnehmen. So, aber jetzt sagen wir mal da. Ah, diese Schuhe sind schon schön, damit können wir nämlich auch schnell laufen. Wenn wir das Schwert in der Hand haben, dann sind wir ja richtig schnell. So, das heißt, wir machen das Eisen erstmal hier rein. Das Eisen machen wir mal hier drin. Hier auch alles. Das wird jetzt natürlich dauern. So, dann machen wir lange doch noch was anderes heute, weil das dauert ja doch noch. Wir haben immerhin die schon mal gebaut. Das ist aber auch noch genauso gut. Die wir momentan haben. Kommen wir hier rein, was haben wir hier drinnen? Bitte voll, nein. Wähle dein Glück. Na, warum? Wählen wir mal unser Glück aus. Es war ein bisschen schwerer, aber egal. Wir haben aber hier unten halt wieder mal Zauberstab. Zauberstab ist. Ah ja, kaum noch. Könnte auf jeden Fall mal anfangen. Wir haben Gehirn. Feuer. Da haben wir das Licht. Das Feuer und Luft. Wir können das schon mit Feuer verbinden.
Zerstörung. Es fehlt nur einer. Das ist der Zauberstab. Dann auch Leere. War alles mit Leere und Luft verbunden. So muss einem treuen. So, da haben wir doch noch was Schönes erforscht. Osmotischer Verzauberer, du bist es leid geworden, schreckliche Verzauberungen für deine Mühe zu bekommen. Deswegen hast du einen neuen Zaubertisch kreiert, der es dir erlaubt zu wählen, welche Verzauberung du auf einem Item haben möchtest. Wow, also eine Art super automatischer Verzaubertisch. Die neue Vorrichtung benötigt einen Stab. Jede Verzauberung erfordert eine spezifische Kombination von Wiss aus dem Stab. Der Preis der Verzauberung ist eine Exponentielle zum Level, das du aufnehmen möchtest. Es gelten reguläre Verzauberungsregeln. Zum Beispiel kannst du nicht behutsam mit Glück kombinieren. Nachdem du Verzauberungen ausgewählt hast, die du auf einem Item wünschst, wird das Klicken auf den roten Knopf des Verzauberprozesses beginnen. Während das Item verzaubert wird, kannst du es nicht aus dem Tisch entfernen. Ebenso wenig kannst du die Verzauberung, die du auflegst, nicht mehr ändern. Der Tisch wird langsam bis aus dem Stab ziehen, bis er fertig ist. Damit es funktioniert, werden 6 Säulen in der näheren Umgebung 4 Blöcke benötigt. Die Säulen müssen auf derselben Höhe wie der Tisch sein. Fortgesetzt wird es hier. 2, 3, 4, 5. Aha. Die Säulen müssen aus 2 bis 12 untereinander gestapelten einzelnen Totems bestehen. Jeweils mit Nitor an der Spitze. Verzauberte wird Fluxil-Energie von ihnen bekommen, die aus dem Stab nehmen und beides kombinieren, um einen zu verzaubern. Der Verzauberer wird nicht mit Eisen- oder Kupferkappenstäben funktionieren, weil sie einfach und grob für die neuen komplexen Verzauberer sind. Aha. Das heißt, das Ding, das muss ich auch mal wieder... Oh, gefährlich ist das. Naja, das machen wir dann auch mal irgendwann. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. Ach, geht ja ein. Ich bin blöd, habe ich 9 gezählt letztes Mal? Hm. 6 Säulen in der Umgebung. Ich weiß auch noch nicht, wie das funktionieren soll, aber okay. Aha, also damit müssen wir uns auch mal irgendwann beschäftigen. Oh, wir haben es doch wirklich hier geschafft. Wir nehmen das Eisen mit. Wir bewegen uns jetzt noch mal langsam hin zu unserem neuen Haus. Und es ist natürlich dunkel. Was erwarte ich denn noch? Thank you.
lässt du mich in Frieden. Ein paar Eisen hier rein. Nummer 6, 8 Stück. Brauchen wir viel mehr Redstone. Kohle. Macht dann noch und die Energie, die geht runter und ist aus. Naja, gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch wieder mal Kohle besorgen. Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Berg drauf. Kohle. Jetzt die Möglichkeit, dann noch mal ein bisschen weiter Strom reinzupumpen. So, und ich glaube, dann haben wir eigentlich auch schon fast alles, was wir so benötigen für die Upgrade der Maschine. Wir brauchen Osmium 2 Stück, haben wir sogar noch. Da haben wir 2. Das heißt, wir brauchen 4 alleine für das Ding. Und dann nochmal 4, um das zu bauen. Und das reicht. Das reicht, dann machen wir das jetzt nochmal eben. Gehen wir nochmal eben schnell zu unserem alten Haus. Das war es ja schon fast. Neues Haus, altes Haus. Und können jetzt hier das reintun. Da 2 Raum machen. Haben jetzt diese. Nehmen jetzt diese. Nehmen nochmal 2 Osmium. Und haben einen. Jetzt kann man die 3 mal. Ein 3 machen. Das ist sehr schön.
Und dann sage ich an der Stelle auch, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.